Bevor wir uns den neuen Itemshop anschauen, der sich jetzt hier in ungefähr 5 Minuten aktualisiert, schauen wir uns wichtige Dinge an, bevor wir uns den allgemeinen Shop anschauen. Gerne Video liken. Gestern waren wir kurz vor den 1000 Likes beim Shop-Video. Vielleicht schafft ihr es heute ja. Wäre sehr, sehr wild. Und wichtig, Kanal abonnieren. Noch 2k Abos und wir sind bei den 160k. Ich bin gespannt, was gleich reinkommen wird. Vielleicht einer der ersten krassen Halloween-Skins. Ich bin gespannt. Wichtig, bei den Aufträgen gibt es ja hier gratis Items, gratis Spitzhacke, bla bla bla, gratis Backpack. Ich habe mir die ganzen Dinge schon freigeschaltet und ich muss sagen, das Backpack ist sehr, sehr cool. Das Backpack ist wirklich sehr, sehr geil. Da könnt ihr hier ein paar Stile einstellen, einmal so und einmal dieses Schimmernde. Ich finde, ohne irgendwie cleaner, habe ich auch hier eingerichtet. Was ich ein bisschen blöd finde, die Spitzhacke ist zwar cool, Sound ist mega leise. Sound ist auch not bad, aber in-game ist die ultra groß. Wird für mich dann eher so ein kleiner Spinnschlucker werden. Das sind die Dinge, die ihr über diesen Hordenansturm, oder heißt es so? Genau, Hordenansturm LTM machen könnt. Also ihr müsst dort diese Aufgaben machen in diesem Modus. Der war ja gestern für 2 Minuten drin, dann war er wieder kurz drin, dann war er stundenlang weg. Aber Epic Games hat es, ich glaube, gestern um 23 Uhr endlich gefixt bekommen. Ihr geht oben links auf Spiel, dann geht ihr runter, scrollt einmal runter mit dem Mausrad oder mit dem Controller den Stick nach unten lehnen. Dann öffnet sich das Menü unten, dann scrollt ihr weiter, weiter, scrollt immer weiter runter. Wichtig, damit ihr die Gratis-Items auch wirklich bekommt, ihr müsst das in dem bestimmten Modus machen, Hordenansturm von Epic. Ihr sucht den Bereich von Epic, dann sucht ihr hier in diesem Bereich nach Hordenansturm. Der ist jetzt bei mir ganz links. Davor war er bei mir irgendwo hier. Dann drückt ihr drauf. Am besten favorisiert ihr euch diesen LTM, diesen Modus. Dann drückt ihr auf Auswählen. Wenn ihr keine Freunde habt, drückt ihr hier auf Auffüllen. Das ist hier Auffüllen stehen. Wenn ihr es mit Freunden macht, dann macht ihr einfach nicht Auffüllen und spielt mit euren Kollegen. Damit ihr da Bescheid wisst, diesen Modus spielen für diese ganzen gratis Sachen. Die Spitzhacke, die ich euch gerade gezeigt habe und das andere Zeug. Die Dinge hier, die ihr euch hier freischalten könnt, könnt ihr im normalen Battle Royale machen. Also einfach ganz normales Battle Royale spielen, da funktioniert ja alles. Aber die anderen Dinge, da war gestern Ultra Struggle. Viele haben sich beschwert, ey, wo bleibt der Modus? Der ist ab jetzt, beziehungsweise seit gestern 23 Uhr, für alle verfügbar. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den Shop an. Aber, bevor er sich aktualisiert, wichtige Frage. Wie findet ihr das Menü? Ist ja jetzt seit ein paar Stunden schon draußen und jetzt würde ich gerne wissen, wie ihr das findet. Ich muss sagen, alles cool, bis auf das LTM oder Modi-Menü. Man sieht es einfach hier die ganze Zeit. Finde ich ein bisschen hässlich. Man hätte vielleicht hier irgendwie so ein, hier oben rechts ist alles leer, vielleicht einen kleinen Button hinzufügen können, wo steht Modi oder was auch immer. Dann drückt man drauf und dann öffnet es sich. Aber runterscrollen, naja, weiß ich nicht. Ich finde es cool, dass man hier so rangezoomt wird. Finde ich sehr, sehr geil. Kann man auch übrigens während eines Emotes, soweit ich weiß, machen. Ja, also sowas, so Kleinigkeiten finde ich cool. Checkt auch übrigens die Links in der Beschreibung ab. Dort kommt ihr hier zu meinem Partner Instant Gaming. Hier gibt es günstige Spiele, günstige PSN-Karten für alles. Guthabenkarten, Nintendo Switch, Xbox, PSN, alles Mögliche. Hier gibt es auch übrigens das neue Forza Motorsport im Angebot. Viele andere Games, Payday 3 gibt es hier in einem Angebot. Unten PS3, PSN-Karten sind so oder so geisteskrank hier. Oben könnt ihr mal auswählen, was ihr braucht für Nintendo, Xbox, PlayStation oder PC. Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Wichtig auch, checkt die ganzen anderen Videos ab, die ich gestern hochgeladen habe. Michael Myers kommt in den Shop rein, alle Halloween-Skins. Dann haben wir hier noch ein paar Videos, OG-Map. Da werden wir in der nächsten Season drauf spielen. Schaut euch unbedingt dieses Video an. Die neue PlayStation 5, vielleicht interessiert es euch, kommt auch demnächst raus, wurde auch schon geleakt. Gestern, wo es frisch rausgekommen ist, auch ein Video dazu hochgeladen und dann habt ihr noch ein paar weitere Infos. Scrollt gerne mal durch die Videos. Und jetzt nach den ganzen Infos, ich hoffe, ihr habt euch alles von Anfang bis Ende angeschaut, damit ihr auch alles wisst, schauen wir uns jetzt den knackigen Shop an. Ich hoffe, dass heute schon irgendwas Krasses reinkommt. Bitte. Okay. Das erste, was mir in die Augen sticht, ist ein 20-Euro-Paket. Was bekommen wir hier für 20 Euro? Also, wir bekommen hier, eine Sache muss ich aber davor machen.
den Sound. Wie geht es hier auf dem Button? Sound. Ah. Schon besser. Also, wir haben hier neues 20-Euro-Bundle. Nicht neu, aber wieder neu im Shop. Skin ist sehr fresh. Spitzhacken ist okay. Die ist, also allgemein, die Skins sind cool. Gibt es zwar schon, aber den Look finde ich nice. Ja, den Look finde ich richtig cool. Schade, dass keine V-Bucks dabei sind, aber dafür jede Menge Sachen. Backpack, naja. Spitzhacken, schade, alle doppelhändig. Cooler Sound. Die ist fresh. Die hat irgendwie was in dieser dunklen Optik. Backpack ganz schrecklich. Gleiter. Cooler Sound. Ja, und Lackierung finde ich trash. Also, ja, Skins finde ich bis jetzt am besten nur vom Bundle. Der Rest ist, naja, denkt daran, im Shop gerne FEERJUSYT einzugeben. Kuss geht raus für euren Support. Ganz nach oben, neues Schwimmpaket. Wir haben was Neues. Und unter mir School Trooper. Darauf warten ja auch viele. Also, neues Spinnpaket. Oder, ja, das ist ein neues Spinnpaket. Wurde, glaube ich, auch erst gestern geleakt. Mit dem neuen Update. Da haben wir einmal den Sakria-Skin. Ja, ist okay. Gleiter ist crazy. Der ist so oder so krass. Einmal nicht schimmernd und einmal diese dunkle Variante. Dunkel finde ich irgendwie am besten. Einmal die Spitzhacke-Sound. Ja, ist in Ordnung. Kondensstreifen finde ich recht cool. Lackierung finde ich trash. 2K einzeln, 1,5, 800, 400, 500. Gerne kommentieren, wie viel es für euch kostet. Ghoul Trooper ist einfach wieder am Start. Sehr, sehr beliebter Skin. Einer der beliebtesten Skins sogar. Sehr krass. Sehr krass. Ich finde die Standardvariante am besten. Sehr cool. Die zweite Variante, naja, aber... Erste Variante, sehr wild. Backpack kam ja tatsächlich im Nachhinein erst rein für den Skin. Ja, ist schwabbelig. Ja, finde ich cool, aber würde ich nicht spielen. Du bist auch wieder am Start. Ist ja auch so ein Halloween-Skin. Nicht der erste Stil, sondern eher der zweite Stil. Ist so Halloween-Look-mäßig. Backpack, naja, passt aber zum Skin. Ist schön schlicht gehalten, aber würde ich nicht spielen. Spitzhacken finde ich schrecklich. Sound ist okay, aber doppelhändig finde ich jetzt nicht so geil. Lackierung, naja. Übrigens, Item Shop sollte sich dann auch demnächst updaten auf das neue Design. 500 einzeln, 300 nichts mehr. Letzter Bereich für heute, was gibt es hier denn Schönes? Vielleicht was Seltenes? Gut, wir wissen ja, was Seltenes ist. Gut, super. Müsste das Seltenste heute vom Shop sein. Skin is not bad. Ja, Skin is not bad. Vor allem das Backpack ist cool. Das finde ich nice. Ansonsten, ihr habt kurz Blackscreen, jetzt nicht mehr. Gibt es hier diesen Skin? Mit dem kann ich ganz ehrlich nichts anfangen. Ich check mal kurz für euch etwas ab, ob es heute was Seltenes gibt. Vielleicht etwas, was ich übersehen habe. Ghoul Trooper ist das Seltenste mit 343 Tagen. Damit ihr da Bescheid wisst. Ist das Seltenste und ganz oben haben wir ein neues Spinnpaket. Und ganz unten 20-Euro-Bundle ist auch wieder zurück im Shop. Spitzhacke. Die hat was, aber auch irgendwie nicht. Ist komisch. Das ist cool. Sehr cool. Ja. Sehr, sehr entspannt. Tiefer Depp. Kann man mitnehmen. Ansonsten. Wackelquatsch. 10 von 10. Übrigens, der Skin kommt auch demnächst in den Shop rein. Ist ein neuer Skin-Stil. Sehr, sehr wild. Ja, das war es eigentlich hier auch schon gewesen. Star Wars bleibt weiterhin im Shop. Sind die Ikonen-Skins rausgeflogen? Nee. Sind tatsächlich drin, aber die FNCS-Skins bleiben weiterhin draußen. Wurden auch gestern aus dem Shop gelöscht. Wegen ein paar Fehlern, da hat was gefehlt. Bilder haben nicht gestimmt. Aber das war es auch hier gewesen. Wenn ihr bis hier geguckt habt, gerne eine 12 kommentieren. Und ansonsten gerne mein CC im Fortnite-Shop benutzen.